Hallo meine Football-Freunde, ich wünsche euch als erstes schon mal frohe Ostern. Ich hoffe, ihr habt jetzt ein paar gute Tage, könnt euch erholen mit eurer Familie und mit eFootball. Leute, was war das für eine Release-Party? Was haben wir da gestern abgerissen? Das war wirklich unnormal. Herzlichen Dank nochmal für eure Unterstützung. Unfassbar, wie viele auch von YouTube am Start waren oder über YouTube da hingekommen sind zu meinem Twitch-Kanal, Leute. Ich blende ihn hier jetzt nochmal ein. Also wenn ihr mich auf Twitch noch nicht kennt, kommt auf jeden Fall vorbei. Heute 17 Uhr gehen wir schon wieder rein. Wo rein, zeige ich euch gleich, denn es gibt wieder krasse News, Leute. Hier 12 Stunden Stream gestern durchgezogen, sogar 13 Stunden geballert. Mit dem geilen Game, Leute. Ja, man muss sagen, Pass ist wieder back, Leute. Beziehungsweise jetzt eFootball. Für mich, das könnt ihr mal in den Kommentaren mir schreiben, für mich sind Passinhalte drin. Es ist wieder ein bisschen schneller. Allerdings mein geliebtes eFootball, wo ich gesagt habe, ey, da haben sie was richtig gemacht. Schön auf R2, ja, schnell laufen, doppelt R2 antreten und alles, was die Steuerung umfasst, Leute, ja, oder den neuen Dream Team Modus, wo viele noch nicht klarkommen mit den Stärken. Warum sind meine Stärken so schwach? Die Spieler sind doch eigentlich auf 90 oder sind jetzt auf 68. Alle diese Fragen behandle ich jetzt in diesem Video, Leute. Ja, also bleibt auf jeden Fall am Start. Ich würde mich jetzt ungemein freuen, Leute. Wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst, wäre sensationell. Ich habe einiges vorbereitet. Zuerst aber möchte ich euch einmal kurz, wie gesagt, meinen Channel zeigen da, Leute. Ja, Criss Cross on Twitch, Leute. Das ist hier mein Kanal. Wir waren ja vorgestern noch auf 4000 Follower. Gestern kamen mal eben 304 dazu. Was haben wir da für eine Release-Party gefeiert, Leute? Ich weiß es nicht. Ich kann euch das einfach mal zeigen, damit ihr so ein bisschen Einblick habt, ne? Was da gestern passiert ist. Man hat hier so eine Statistik, so ein Stream-Übersicht, sag ich mal, ne? Jetzt zieht euch mal die Zahlen hier rein. Da steht's doch mal. 13 Stunden gestreamt. Wir hatten durchschnittlich 355 Zuschauer auf meinem Channel. 524 waren in der Spitze da und einzelne Zuschauer einfach mal 6458. Live-Aufrufe, dass jemand auf meiner Seite war und man ein Video angeklickt hat. 18.000 Klicks. Einfach mal bekommen. Ja, ich brauche gar nicht davon reden, ne? Wie gesagt, 233 Follower alleine im Stream. 120 Abos reingeknallt, Leute. Es war. Ich bin ohne Ende dankbar auch euch. Ihr seid da gewesen. Auf jeden Fall viele von euch. Kommt auf diesen Kanal, wie gesagt, Leute. Criss Cross auf Twitch, ganz easy, ja, zu finden. Das ist mein Channel hier. Kommt da auf jeden Fall drauf. Da gibt es auch immer so einen kleinen Einspieltrailer dann. Und hier ist mein VOD von dem ganzen Release. Also das ganze VOD vom Release noch online. Kommt auf jeden Fall dazu. Würde mich sehr freuen. Sie haben die Homepage aktualisiert, Leute. Das Beste aus eFootball World herausholen. Das ist hier geblieben, der Look. Aber sie haben echt viel verändert. Wir gehen da gleich mal rein, Leute. Ja, viele haben mich gefragt und diese Frage kann ich gleich auch schon beantworten. Was ist denn mit den Offline-Inhalten? Leute, die sind jetzt bei dieser Version noch nicht vorbei. Es ist die Season 1 am Donnerstag. Ich weiß nicht, was dazu gepatcht wird. Aber man sieht ja ausgegraut 10 Minuten, 15 Minuten und so weiter. Habt ein bisschen Geduld für alle Meisterliga-Fans. Das wird am Anfang jetzt noch nicht kommen. Ich hoffe, da kommt ein Patch. Allerdings ist von Ende des Jahres oder nächsten Jahr erst die Rede. Deswegen tut es mir leid für alle, die offline spielen wollten oder mehr spielen wollten. Allerdings könnt ihr euch ja an dieses Team auch ohne Kosten erstellen. Und dann gibt es viele Offline-Inhalte, wo es auch KI-Herausforderungen gibt. Das werden wir gleich auch nochmal sehen, Leute. Also eFootball hier, ne? Da gab es das Update, wie gesagt, authentisches Team, das sind die Offline-Spiele, die könnt ihr allerdings nur mit den neuen lizenzierten Mannschaften spielen und da kommen wir auch schon zum Dream Team. Das ist hier der neue Modus, Leute, ich werde das jetzt nicht komplett alles vorlesen, ja? Es ist einfach die Idee und wir werden uns gleich noch Details ansehen, dass es um Teambuilding geht, ja? Spielerentwicklung, ne? Dann kann man da auf jeden Fall Dinge verdienen, wenn man Spiele gewinnt. Es gibt auch eine Liga in Zukunft, ne, erst ab Donnerstag. Dann kann man auf jeden Fall Spieler und Manager ziehen, beziehungsweise verpflichten. Das ist so die Idee dahinter vom Dream Team. Und hier haben wir die Steuerung, dazu komme ich dann gleich. Hier, Leute, steht es ja auch nochmal, kostenlos. Und hier die kompatiblen Plattformen. Es steht allerdings nichts mehr hier, Leute. Erstmal nichts mehr. Hier Cross-Gen, ne? Hier steht nichts mehr von Crossplay. Ja, jetzt ist nur noch Criss Crossplay.
Leute, kommt auf meinen Twitch-Kanal. Veteranenbonus. Ey, das ist jetzt auch was, das möchte ich einmal kurz besprechen. Viele wundern sich, warum kann ich denn gestern keine Packs ziehen? Ey, wo sind meine Legenden? Ich will sie auch haben, Leute. Das hatte folgenden Grund. Das will ich euch einmal beleuchten. Meilensteine und Belohnungen. Ne? Wir haben ja in den letzten halben Jahr eFootball gespielt. Davor haben wir PES 2021 Season Update gespielt. Da haben wir uns das verdient. Ne? Da haben wir uns das verdient, Leute. Glaubt mir. Das ist leider euch, sag ich mal, entgangen, ne? Weil es vom 16.09.59 zum Beispiel hier steht es auch und 31.03. lief. Wir ermitteln die Anzahl der Spieler, die sie an den beiden Daten hatten und verwenden dann das Datum mit der größten Anzahl als den Wert, der in den Meilenstein einfließt. Anzahl der Legende-Spieler in ihrem Besitz. Je mehr dieser Spieler sie besitzen, desto mehr GP erhalten sie. 1 bis 7, 300.000 GP, 8 bis 14, 500.000 GP, 15 oder mehr, 1 Million GP. Diese 1 Million GP und so weiter, die hatten wir alle am Start. Auch hier, Anzahl der Ikonen PES 21, Leute. 1 bis 5 Spieler, Zufallsspiel mal 1, kriegt man einen nochmal extra. 6 oder mehr, kriegt man nochmal 2 Ikonen extra. Ne? Und das lief auch, Leute, bis zum 31.03. Wer da sich nicht mehr mit beschäftigt hat, der hat diese Spieler leider einfach nicht. Und hier raus, Leute, da habe ich ja dann auch gezogen. Und wer wissen will, wie meine Mannschaft aussieht, Leute, der bleibt jetzt mal am Video dran. Das zeige ich euch vielleicht auch noch im Anschluss, beziehungsweise heute um 17 Uhr machen wir es im Livestream. Da machen wir es im Livestream. So, ich fange nämlich gleich einen ganz neuen Account an im Game, um euch zu zeigen, wie geht man denn eigentlich vor. Also alle Anfänger dranbleiben jetzt hier im Video. So, hier, Season 1, Leute, da haben wir es. Da ist diese Season-Überblick erstmal geil präsentiert, finde ich das, ey. Season 1, New Gameplay Approach, Teambuilding and License. Und wenn ich daran denke, dass jetzt immer Season 2 kommt, anderer Look und dann vielleicht auch dieses Gelb und Blau irgendwann mal im, ja, moderner und nicht so, grell. Haben sie alles richtig gemacht, Leute. So, ja, auf jeden Fall geht hier nochmal drauf eingegangen auf diese Season, ne? Und es gibt viele, viele Videos, die hier auch am Start sind, Leute. Guckt euch das an. Guckt euch das an. Ganz normal auf der Konami-Homepage, ne? konami.com/efootball.de. Und hier wird nochmal erklärt, was es alles Neues gibt. Das Passen, Traumbälle. Ja, da werden Videos gezeigt, ne? Passen und anbieten, kreuzen. Das heißt, ihr könnt jetzt zum Beispiel den Pass spielen, dabei oder danach R1 halten, der Spieler hinterläuft. Sensationell gemacht. Richtig geile neue Funktion. Schlenzer. Schießen, Traumschüsse. Richtig geil, wenn der Balken sich lila auflegt. Ihr kennt es doch schon. Getriebene Schüsse. Oh, das habe ich mir selber noch gar nicht durchgelesen. Also guckt es euch auf jeden Fall an, Leute. Zahllose Abschlussaktionen. Dribbling. Scharfer Antritt. Rechts-Links-Täuschung hier, auch geil. Die kriege ich selber noch gar nicht so hin, die muss ich auch üben. Wir üben sie heute mal im Stream, würde ich sagen. Ich glaube, wir gucken uns das mal zusammen an. Abschirmen feiere ich heftig. Defensive Stellen. Ich werde euch gleich, wie gesagt, vor der Steuerung her erklären, wie ich spiele und was sinnvoll ist. Ne? Weil viele wissen noch gar nicht, was für Passhilfestufen man spielt und so weiter. Schulterrempler. Alles erklärt, ne? Druck fordern. Guckt euch das bitte an. Ja? Details ansehen kann man dann auch nochmal. Und hier ist dieser neue Teambuilding-Mode, Dream Team. Hier wird Dream Team erklärt. Das sind hier, sage ich mal, schon diese Grafiken aus dem Spiel. Und da ja, werden nochmal neue Lizenzen und so weiter erklärt. Und wir gehen jetzt nochmal hier in diesen Dream Team-Modus, Leute. Ja? Da könnt ihr euch, wie gesagt, diese Spieler erstellen und so weiter. Da kommt auch, da kommt auch eine eFootball-Liga hinzu. Was sagen Sie nochmal zum themenbezogenes Spielplatz. Eine Season, die über eine begrenzte Dauer läuft, bietet einen bestimmten Themenschwerpunkt für die Events, an denen Sie mit Ihrem Dreamteam teilnehmen können. Das Thema einer Saison richtet sich nach aktuellen Geschehnissen im realen Fußball und wird in einer Vielzahl von Events umgesetzt. Sie können in Herausforderungsevents gegen andere Benutzer antreten oder in Tour-Events gegen die KI. Man kann auch gegen die KI antreten und dann auch länger spielen, Leute. Deswegen macht es Sinn. Ihr müsst ja kein Geld reinbuttern. Ne? Für die Leute, die einfach nur offline ein bisschen daddeln wollen. Und dies sind nur einige der Events, die wir zu bieten haben. Beachten Sie, dass Sie in diesen Events Vorteile haben, wenn Sie zum Saisonthema passende Spieler verpflichten und die Mannschaft entsprechend zusammenstellen. Ihr könnt, wie ich das gesehen habe, glaube ich, das werden wir aber noch nachschauen, in diesen Events vielleicht auch normale Mannschaften spielen und nicht nur mit eurem Dreamteam. Ne? Also das gucken wir uns gleich an. Erstellen Sie für die Lösung ein passendes Team und genießen Sie jede Menge verschiedener Partien. Dann kommt diese Liga dazu, Leute, mit den Divisionen. Richtig geil. Also mal gucken, in welcher Division wir landen. Ich sehe das so, dass hier in der 1 nur ganz wenige sind. Ne? Dann in der Mitte sind am meisten Leute. Wie sich das dann verhält und wie man dann Punkte earnt und so weiter,
in dem Rating aufsteigt, Leute. Natürlich wollen wir in der Liga wieder weiter oben oder Champion werden. Vielleicht kriegt man auch wieder einen Badge, ein Abzeichen. Ich weiß es nicht, wie es gemacht ist. Spielerverpflichtung und Kartentypen. Und ich finde, da haben sie richtig reingeknallt diesmal. Die Karten sehen geil aus. Die Karten sehen fresh aus. Die Pack-Animation ist heftig umgesetzt, finde ich. Leute, zieht's euch hier alles rein. Das ist alles nochmal im Überblick hier, Leute. Es gibt legendäre Karten im Trend, im Fokus, Standard. Und Standard Hochglanz, das weiß ich noch gar nicht, was das ist und was das bedeutet. Ja, die Spieler kann man entwickeln. Das gucken wir uns alles gleich nochmal an. Leute, mega geil. Ja, neue Lizenzen sind dazugekommen. Aktualisierte Gesichter, 1200 Spieler aus neu lizenzierten Vereins- und Nationalmannschaften. Circa 400 Trikots, 13 offizielle Bälle, 12 neue Schuhmodelle, 3 neue Modelle von Torwarthandschuhen und so weiter, ne? Allgemeine Problembehebung. Konami hat richtig mal Not, ey. Ich bin richtig dankbar, Leute, dass sie hier wirklich abgerissen haben, glaube ich. Also man kann es so nennen, es ist eingeschlagen, das Game. Und jetzt noch Inhalte, wo wir dann traurig darüber waren. Ich scroll mal schneller hoch. Wo wir dann traurig darüber waren. Oh, man kann jetzt gar keine GPs verdienen. Nein, heute Morgen, das zeige ich euch jetzt, Leute. Kam ein Update. Natürlich kann man, Leute, ne? Also Patch Notes, Season 1 und so weiter sind am Start. Ja, wir gucken uns jetzt im Game an, Leute, was neu gekommen ist. Let's go. So, und zwar starten wir das mit meinem dritten Account, damit wir von vorne anfangen und ich euch zeigen kann, was muss man denn machen? Was muss man denn machen? Wo sind Fragen aufgetaucht, wo Leute Schwierigkeiten haben? Ich werde euch das anhand meines Beispiels jetzt erklären. Ich hoffe, dass ich auf meinem dritten Account noch ein paar GPs zusammengespart habe. Ich habe ja einen Road to Glory Account, den habe ich gestern gezeigt, ne, wo ich kein Echtgeld investieren werde. Da hatte ich ja auch um die 600.000 GPs angespart. Immer schön mal hoch, ein halbes Jahr E-Football gezockt. Deswegen haben wir diese GPs, Leute. Ja, wir haben ja immer dran geglaubt. Und ich freue mich, dass so viele PES-Freunde jetzt zurückgekommen sind. E-Football und PES-Freunde wieder vereint. Weltklasse. Und alle FIFA-Leute werden eh kommen, weil das Spiel besser ist hier. Es ist echt so, Leute. So, wir gehen rein. Und ja, ich gucke mal. Hier, ihr seht's. So fängt das Ganze an. Ich gucke mal, ob ich hier wirklich ein paar GPs am Start habe, um für euch mal so ein bisschen zu zeigen, wenigstens einen Trainer zu verpflichten und so weiter. Erstmal kommt ihr in einen Trainingsmodus. Das habe ich ja alles gezeigt in meinem letzten Video. Das werden wir jetzt auch ganz schnell beenden, wenn wir uns nicht verklickt haben. Ja. So, Leute, da gehen wir rein. Und das war so überraschend, dass heute Morgen um 10 nochmal eine Wartung gekommen ist. Mein Controller ist schwach, das ist nicht gut. Nochmal eine Wartung gekommen ist. Und sie uns da überrascht haben, dass es doch neue Inhalte gibt jetzt. Hätte ich so gar nicht erwartet. Ja, wir dachten jetzt schon so, nein, Urlaub genommen und jetzt nur noch Friendlies im Dreamplay-Modus. Ach du meine Güte, und das bis nächste Woche Donnerstag, da hat sich der Urlaub ja gar nicht richtig gelohnt. Nein, Leute, jetzt kann man auch reingrinden. Hier nochmal den Trailer, den überspringen wir. So, und jetzt zeige ich euch mal, was da los ist. Ihr müsst euer Dreamteam auswählen, euer Basisteam auswählen. Das heißt, das ist einfach nur der Look eures Trikots. Ja, das ist euer Look eures Trikots. Das Sensationelle an dieser ganzen Geschichte ist ja, Leute, jetzt zeige ich euch was. Das geilste ist ja ever, dass Wolfsburg und Leverkusen auch am Start sind. Ich meine, mit Leverkusen haben wir einerseits, ja, haben wir schon gerechnet, aber dass Wolfsburg am Stissel ist, total die Überraschung für alle Wolfsburg-Fans. Original im Spiel, alles enthalten. Weltklasse. So, wir gehen rein. Hier mit, ich denke mal, ja, wir nehmen mal Leverkusen. So, hier könnt ihr den Namen ändern, was weiß ich, ne? Da könnt ihr euch irgendwas ausdenken. Keine Ahnung, ne? Ja. Das lasse ich jetzt mal so. Da habe ich natürlich dann irgendwie Chris Cross Army stehen, Abkürzung CCA. Da denkt euch was aus, könnt ihr eine Abkürzung, wie gesagt, auch reinnehmen. So ist der Start vom Game, Leute. Und jetzt werde ich euch nach und nach zeigen, worauf es ankommt. Wir werden nochmal auf die Steuerung zu sprechen kommen. Dream Team erstellt. Die führen euch hier jetzt auch durch. Ne? Das ist sozusagen ein Tutorial. Es wird immer angezeigt, dass so ein orangener Pfeil oben drüber, was ihr zu machen habt. 2500 GPs als Bonus bekommen. Ja, das heißt, erster Tag, zweiter Tag, dritter Tag. Mit diesen eFootball Points zeige ich euch auch, was man da machen kann. So, 30.000 kriegen wir nochmal als Willkommensbonus. Das ist nice. Gegenstände sind im Posteingang. Da wird uns unsere Belohnung angezeigt. Ihr habt allerdings, ne, Leute. Da haben wir gleich schon wieder 50.000 irgendwie Belohnung bekommen, weil irgendwas passiert ist, Leute. Aha, Konami beschenkt uns wieder. Kaufen und ausgeben von Münzen, Leute. Also richtig Pack-Opening kann man noch nicht. Erst ab kommendem Donnerstag, ne? Nächste Woche. Genau.
Ja, die offizielle Homepage wird vorgestellt. Erstmal wichtig, so Design von Spielerkarten, die können sich noch ändern. Meine Güte, Alter, die haben hier auch schon wieder viel reingepatcht, verändert und so weiter. So wird das bei euch erstmal aussehen. Jetzt können wir uns die Belohnung abholen im Posteingang, ja? Und da steht bei mir 14. Das wird bei euch nicht so sein, weil ich habe mit diesem Account schon so ein bisschen was gespielt. Ne? Es kann sein, dass ich mir was verdient habe. Ich habe es nicht mehr so in Erinnerung, aber ich glaube schon. Und deswegen sind die Unterschiede so krass. Da steht's doch. Da steht's doch, Leute. Wenn man jetzt guckt, hier rechts im Screen, oben rechts, 212.500 GP. Das habe ich mir schon mit diesem dritten Account erspielt. Das heißt, hier könnt ihr euch nochmal alles durchlesen, mit Dreieck für gelesen markieren. Und hier am Posteingang, Leute, da holen wir uns jetzt die Belohnung ab. Ne? Kampagnenbelohnung, Veteranenbonus mal 3, Zufallsstil. Das ist wirklich ein Bonus, Leute. Den habe ich mir dann anscheinend verdient, auch mit dem dritten Account. Ich weiß es nicht mehr. Anscheinend ja. Deswegen können wir hier nochmal mit dem dritten Account in Live-Zug gehen. Zeige ich euch, feiere ich. Neue Pack-Animation gucken wir uns an. So, ja. 50.000 Startup-Login-Campaign. Entschuldigung von Admin. Schön. Dieser Admin ist auf jeden Fall mein Best Friend hier. Auf jeden Fall geschenkt wieder vorab. Geschenk vom Admin 70.000. Das ist nice, Leute. Die holen wir uns alle ab. Passt auf. Gegenstand erhalten. Alles. Klar, 450.000 GP haben wir jetzt zum Ausgeben am Start. Steht da oben, ne? Seht ihr ja oben rechts in der Ecke. So, da schließen wir das Ganze. Und jetzt werden wir so ein bisschen dadurch Spieler verpflichten. Unter Vertrag normale Spielerliste verpflichten der Spieler. So. Ja, Shop und sowas, das interessiert uns noch nicht. Hier kann man noch nichts machen. Ja, hier kann man noch nichts machen, Leute. Hier in eFootball.shop kriegt ihr ja als Login-Bonus. Da könnt ihr mal reingucken. Das wird es demnächst geben, Leute. Ja, da kann man, wenn man genug angespart hat und seine Konten verknüpft hat, vom Handy Mobile Game, seine ID mit der Konami ID, bei mir sind es 0 Points, seht ihr da oben rechts, ne? Ja, dann könnte man hier jetzt, wenn man diese Points hat, und die bekommt ihr ja immer fürs Einloggen, zum Beispiel einen Aspas, einen Rakitic oder einen Aspilicueta holen. Ich liebe diesen Namen. Okay, habt ihr das verstanden? Ich hoffe ja. Und hier kann man dann Gegenstände holen. Das wird ja wichtig, wenn ihr zum Beispiel einen Spieler nicht nur 365 Tage haben wollt, sondern ihn verlängern wollt. Ne? Die laufen nach einem Jahr aus. Hier könnt ihr sie verlängern. 25.000 kostet das. Wie krass ist das denn, Leute? Ja? Wie heftig. Wie heftig. Oh Mann, ey. Das muss man sich ja gut überlegen. Einer ist verfügbar, verfügbar 10. Das heißt, ich frage mich, wie oft man das machen kann, weil sonst gehen ja einem die Spieler verloren. Ich denke, das ist so gedacht, dass du einen Lieblingsspieler, wenn er nach einem Jahr ausläuft, mitnehmen kannst ins neue Jahr. Und ich hoffe, das wird oft verfügbar sein und man muss ja dann vorsichtig mit diesen eFootball Points umgehen. Wer weiß, wie viel man bekommt. Ansonsten, Leute, laufen die Spieler dann zur neuen Saison wahrscheinlich aus, ne? Ich kann mir nicht anders vorstellen, wie sie es sonst gelöst haben. Deswegen, das werden wir noch beobachten. Das werde ich live in den Streams und so weiter erklären. Das erstmal zu den eFootball Points, Leute. Wir gehen wieder auf eFootball World. Und jetzt geht's los, ne? Hier, das Geile ist jetzt, und das nehme ich schon vorweg, Leute, ne? Viele haben sich Sorgen gemacht, keine GPs verdienen und so weiter. Worldwide Clubs, da ist ein Modus, da könnt ihr reingehen, gegen die CPU spielen auf einem Tour-Event oder halt Online-Games machen mit eurem Dream-Team oder normalen Teams. Wie geil ist das denn? Läuft in 5 Tagen ab. Ihr habt also ordentlich Zeit, jetzt bis Donnerstag GPs zu verdienen. Das zeige ich euch aber noch. So, Spieler unter Vertrag nehmen. Ja. Da haben wir, oh, besondere Spielerliste, verpflichten Sie Talente. Da gehen wir gleich auch nochmal rein. Und wir haben hier noch normale Spielerliste. Da müssen wir jetzt erstmal rein, Leute. Das heißt, hier kann man, ja, Spieler verpflichten. Ich habe 450.000. Jetzt müsste ich ja schlau sein. Wen kann ich denn holen? So ein Lewandowski natürlich nicht. Der kostet 1,2 Millionen. Wen kann ich denn jetzt holen? Wer ist geil? Ich würde mal sagen, mit diesen 450.000, diesen Account werde ich sowieso eigentlich nicht zocken. Zeige ich euch das mal an dieser Stelle. Wen kann man denn holen und wer ist konstanter, sag ich mal, guter Spieler, der jetzt nicht viel kostet, wo ich sage, vielleicht habe ich doch mal irgendwann Bock auf diesen Account und will mir ihn einfach mal gönnen. Wir gucken mal, ob wir irgendeinen finden, der günstig ist und wo man mit 415.000 sagt, so ja, der muss aber in mein Team. Ja, come on, mit Double-Touch-Fähigkeiten, unser Bayern-Spieler. Jetzt zeige ich euch was, wenn ihr einen Spieler verpflichtet. Hier in der Anzeige kann man ändern. Leute, wer hat es noch nicht gewusst? Bestimmt einige. Dreieck drücken, dann steht der ganze Spieler da. Und wenn ihr R3 drückt, dann dreht sich die Karte und ihr seht, wie viele Stufen der hat zum Aufleveln. 1 bis 31 steht da über mir, ne? Ja?
31 Stufen hochleveln, dann könnt ihr ihn auch über 90 bringen. Was weiß ich, 92, keine Ahnung, was seine Maximumstärke ist. Das muss man dann gucken. Das mit dem Spieler trainieren und so weiter zeige ich euch dann noch. So, auf jeden Fall, Leute, kann man ihn jetzt hier verpflichten. Man muss auf X drücken. Das kommt jetzt eine Pack-Animation rein, die meine ich aber noch gar nicht so. Die ist auch geil, aber die Legend-Pack-Animation oder von den geilen Playern, unglaublich, Leute. Guck mal, wir verpflichten den jetzt für euch hier mal live. Ab geht's. Und dann kommt hier auf jeden Fall eine Animation reingeflogen. Come on, komm in mein Team! Ihr wisst es, wie es läuft. Schön auf Oldschool. Ich liebe diese Animation auch, Alter. Ich feiere das. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Hat Konami da was abgerissen? Also ich finde sie schon mal viel, viel besser als bei FIFA zum Beispiel. Ihr könnt mal eure Meinung dazu sagen. Wenn ihr den jetzt verpflichtet habt, der ist jetzt in eurem Kader, ne? Geht mal auf Viereck und sperrt diesen Spieler, Leute. Hier nicht Vertrag beenden. Deswegen sperren wir ihn. Also sperren. Auf Viereck und dann sperren. Und oben, hier oben drüber an der Karte, sieht man jetzt ein Schloss. Ja, seht ihr das Tool-Schloss? Das ist dazu da, dass ihr nicht aus Versehen eure besten Legend-Karten irgendwie verkauft. Versteht ihr, was ich meine? Freischalten steht jetzt hier. Dann verkauft ihr die in dem Sinne nicht, sondern, ja, ihr könnt hier nicht einfach den Vertrag beenden aus Versehen oder so. Dann müsst ihr erstmal auf Freischalten. Das ist eine Sicherungsfunktion für eure Packs. Ja? So. Der ist dann in unserem Kader, den haben wir verpflichtet. Ja, ich würde euch allerdings raten, wenn ihr Packs hattet, ja, wenn ihr hier Spieler ziehen konntet und ihr habt Belohnung erhalten, geht nicht sofort auf normale Spieler, weil ihr könnt ja die Position vielleicht hier ziehen und jetzt habe ich einen zentralen Mittelfeldspieler, ziehe gleich aber drei Mittelfeldspieler oder so. Ich glaube, ist nicht möglich, aber nur mal so, ne, zum Thema da. Ja, Leute, so, ich will euch jetzt aber erstmal den Modus so ein bisschen erklären, bevor wir jetzt ans Pack-Opening gehen. Und zwar, Leute, ja, Strategie anpassen. Wir müssen jetzt in die Strategie, es wird ja auch immer gezeigt, da ist immer der Pfeil am Start, habt ihr ja gesehen, ne? Das ist hier das Strategie-Menü, ja? Und jetzt, Leute, haben wir ja einen Spieler verpflichtet, ja? Der ist hier, ich wechsle dafür mal die Cam. Crisscross eFootball Gaming hier, mein Overlay auch angepasst, eFootball, bin ich immer noch stolz drauf, Leute. Und ich gehe mal auf Reservespieler, da ist dieser Coman am Start und Coman kommt hier mal außen links hin und ihr seht es, das ist erstmal abgeschlossen, die Funktion. Hä? Warum hat der denn nur eine 61? Warum hat der nur eine 54? Das fragen sich dann viele. Hä? Das kann doch nicht wahr sein. Doch, kann es. Also hier bei der Taktik, Leute, da gibt es verschiedene Sachen, ne? Teams, Spielstil und Trainer wechseln, das ist dafür entscheidend, ja? Hier sind nochmal die Ersatzspieler aufgelistet, Mannschaft, Leute, ne? Da könnt ihr nochmal einiges durchklicken, aber guck mal, Team Spirit, und da schalte ich jetzt schon wieder um, Team Spirit ist auf 60, oben rechts ist das, oben rechts am Bild, Team Spielstil Stufe, es ist nicht der Spirit, sondern die Team Spielstil, oh, dieser Zungenbrecher, Mann. So, Leute, auf jeden Fall Coman mit der 61, hä, wir haben die doch auf 80, wie kann das denn sein, das gibt's doch nicht, Alter, ich habe die doch auf 80 geholt. Ja, ist klar, was ihr jetzt machen müsst, ihr müsst die Spieler in dem Sinne trainieren, und aber euch einen besseren Trainer holen. Ich zeige euch das mal eben. Trainer. Wir gehen auf Trainer. Wir haben den Granero. Ja. Und, achso, das ist unser Trainer, den wir haben. Nee, da gehen wir gar nicht rein, Leute. Das machen wir danach. Die zeigen uns das als nächsten Schritt. Aber ich will euch mal was zeigen. Wir holen uns mal einen neuen Trainer, damit ihr seht, was ich meine. Ganz wichtiges Ding ist das nämlich. Hier, da ist die Trainerliste, ne? Wir gehen in die Trainerliste und dann muss man gucken, Leute, was für ein Trainer, was für eine Taktik wollt ihr denn spielen? Wie spielt ein Trainer? Wir gehen jetzt zum Beispiel auf Zeitzler, das soll hier von Liverpool der Klopp sein. Rechts seht ihr Ballbesitz 65, langer Ball 61, langer Ball 21, schneller Konter 87, über die Seiten 70. Wenn ihr Fan davon seid, von Aufstellung über die Seiten zu spielen oder schneller Konter, dann müsst ihr diesen Trainer wählen. Versteht ihr, was ich meine? Wenn ihr nur mit langen Bällen agiert, dann ist Kloppo nichts für euch. So einfach ist das. Und Starspieler steht da, Nähe zu den Spielern, erhöht die gewonnenen Erfahrungspunkte für Spieler mit 5 Sternen während einer Partie und um 100%. Das heißt, eure Starspieler, die leveln aus, die werden stärker, wenn ihr diesen Trainer spielt. Das ist damit gemeint. Wir vergleichen das nochmal zu einem anderen Trainer, Jose Mourinho. Der hat zum Beispiel den besten Wert bei Langerballkonter mit 82. Wenn ihr Fan seid von langer Ballkonter, schön tief stehen, immer auf Konter, längere Bälle nach vorne und so weiter, müsst ihr euch mit der Taktik mal genauer beschäftigen, was das beinhaltet, kann man im Aufstellungsmenü auch sehen. Ne? Aber wenn ihr sagt, Ballbesitz spielt,
Das ist so mein Ding. Ja, dann kauft euch nicht Jose Mourinho. So einfach ist das. Und er hat auch wieder für die 5-Sterne-Spieler, für die Starspieler, da diese Attribute. Das heißt, da gibt es unterschiedliche Attribute, ne? Da gibt es unterschiedliche. Ich zeige euch nochmal ein anderes Beispiel. Erhöht die gewonnenen Erfahrungspunkte für V-Spieler während einer Partie um 300%. Ich weiß jetzt selber nicht mehr, was V-Spieler sind. Schreibt mir das mal in die Kommentare. Das würde mich interessieren. Weiß einer von euch, was mit V-Spielern gemeint ist? Weiß ich selber nicht. Langer Ball, Konter 85. Aber es hat auch hier der Nagelsmann von München, steht, Spieler unter 24 Jahren erhalten 100% mehr Erfahrungspunkte in der Partie. Er spielt auf schneller Konter. Das heißt, wenn ihr Fans von jungen Spielern seid, ihr wollt euch junge Spieler holen, holt Spieler unter 24 mit Nagelsmann, die werden sich richtig geil entwickeln. Die können dann nach oben schießen und die werden dann richtig stark. Also Nagelsmann ist der hier Jugendförderprogramm. So, ja, hat nur leider keine Ahnung. In dem Sinne, das sage ich als Bayern-Fan vom Fußball, weil in der Abwehr, wenn der Hernandez nicht verletzt war, wechselt man nicht so spät, ne, gegen Valencia. Muss man gegen Villarreal. Muss man leider an dieser Stelle auch mal sagen. So, das war das dazu. Jetzt passt mal auf. Jetzt haben wir ja uns noch keinen Trainer verpflichtet. Wir nehmen jetzt einfach mal einen, ne? Wir nehmen jetzt einfach mal einen. Welchen will ich denn hier spielen? Schneller Konter 80. Wisst ihr was? Nagelsmann war mir eigentlich mit 110.000 sympathisch. Ist teuer, ich weiß. Vielleicht mit meinen 245.000 nicht die beste Lösung. Vielleicht gehe ich dann doch lieber auf eine günstige Variante und nicht alles für den Trainer rauszuknallen. Gucken wir hier, ob einer sympathisch ist. Da sind natürlich dann schlechtere Werte und euer Teamgeist wird sich langsamer entwickeln, ne? Wenn ihr den besten Coach holt, dann wird sich, ja, hier Spieler unter 24 und 100% passt gerade. Der spielt Ballbesitz. Ist okay. Dann spiele ich mal auf Ballbesitz 35.000. So. Jetzt passt es bei Komorn aber vielleicht nicht. Das ist so der Punkt, das gucken wir jetzt nach. Ich zeige euch den Unterschied. Passt mal auf. Ich habe bei Coman, und das war jetzt eigentlich mein Fehler, gar nicht geguckt, was hat denn Coman für einen Spielstil? Das müssen wir eigentlich wissen. Versteht ihr, was ich meine? So, wir gehen jetzt nochmal unter Strategie und wir gehen jetzt mal auf Coman drauf. Was hat Coman eigentlich für einen Spielstil? Auf Dreieck drücken, dann runterscrollen und dann steht hier Spielstilwerte. Seht ihr das? Spielstil. Langer Ball. 68, schneller Konter 70 und Ballbesitz 61. Das heißt, eigentlich hätte ich mir für ihn den besten Trainer als 70 geholt. Schneller Konter 70. 61 ist nicht der schlechteste Wert. Langer Ball wäre gar nicht gegangen. Wir gucken jetzt mal, Leute. Ja? Wir gucken jetzt mal, was wir machen. Wir gehen auf Taktik. Dann müsst ihr hier auf Trainer wechseln. Also, wir wechseln den Trainer, Leute. Ne, das ist klar. Hier, und der spielt Ballbesitz. Coman hat bei Ballbesitz einigermaßen Werte, deswegen wird er wahrscheinlich nicht auf ganz auf 80 sein jetzt, aber schon mal besser. Ja, guckt euch das an. Ja, Teamspielstil ist auf Ballbesitz gestellt, Leute. Könnt ihr umstellen. Auch ihr könnt natürlich auch schneller Konter spielen. Allerdings passiert dann Folgendes: 59, ne? Wenn ihr auf langer Ball Konter spielt, 51 Coman. Über die Seiten 59. Langer Ball 41. Das heißt, hier Ballbesitz mit diesem Trainer eine 75. Guckt euch euren Kader an. Guckt bei jedem einzelnen Spieler drauf, was kann der Spieler, wie passt der gut zusammen, welchen Spielstil hat er und dann sucht ihr euch einen Trainer aus, der dazu passt, Leute. Nicht erst einen Trainer kaufen und dann euren Kader oder habt ihr schon voll gemacht und das passt alles nicht zusammen. Ganz wichtig, bisschen überlegen, bisschen nachdenken, ist sehr, sehr klug ausgefuchst, das Game hier. Ja, und es geht über diese Erfahrungspunkte bei Legends. Wenn ihr unter 24 Jahren, wie gesagt, die Spieler habt, dann wird eure Teamspielstufe sich auch verändern, weil umso stärker diese Spieler werden, sich da auch wieder was verändert. Also es ist schon sehr, sehr cool gemacht. Das sind so einige Fragen, die ich beantwortet habe, Leute. Ja, jetzt zeigt er an, ich soll hier in mein Team gehen. Das ist hier die Teamliste. Das ist hier die Teamliste, Leute. Ja, die wir haben, die könnt ihr auch nochmal verändern. Dann ist sie so aufgeführt. Ne? Das ist das Geile. Ja, da können wir nochmal drauf gehen. Dann gehen wir zum Beispiel auf Coman. So, und dann gibt es Spieloptionen und hier gibt es Stufentraining. Das ist jetzt das Training, Leute. Ne? Spieler trainieren. Wenn wir jetzt einen Coman haben, guck mal hier, die 4000 haben wir geschenkt bekommen. Die ballern wir drauf. Seine Stufe steigt von Stufe 9 auf 31. Ja, jetzt machen wir auf Dreieck Training durchführen. Das müssen wir auf jeden Fall erstmal machen. Ja, der wird trainiert. Training ist abgeschlossen. So, wir haben ihn aber noch gar nicht so richtig trainiert, deswegen wir gehen zurück, gehen wieder auf Viereck, gehen auf Spielerentwicklung. Ja, dann gibt es hier zwei Optionen. Ja, da muss ich einmal meine Cam in dem Sinne verschieben, einmal Leute. Am besten, ich zeige euch das in dieser Ansicht. Machen wir mal das in On Fire, ja. Come on, is on fire. So, Spielerwerte und Teamspieleffizienz. Jetzt können wir hier, Leute, weil das uns ja nicht gepasst hat mit Ballbesitz und Coman schneller Konterspieler ist,
oder beziehungsweise den an den Trainer anpassen. Wir geben ihm einen Punkt hier oder sage ich mal ein paar Punkte hier für Ballbesitz. Dann wird er seine 80 auf Ballbesitz haben. So könnt ihr euren Spieler auch an den Trainer anpassen, aber ihr verschwendet halt Points, ne? So, ja? So, jetzt haben wir 12 von 16 schon mal. Das würde ich auf jeden Fall machen. Erstmal so, guck mal, jetzt habt ihr Ballbesitz, Leute. Alter, wie oft muss ich denn hier die Screens wechseln? Jetzt habt ihr Ballbesitz 99 und der ist auf volle 80. Das werde ich euch gleich nochmal zeigen und beweisen. Spielerwert, und das ist das geilste ever. Das ist das Training hier, was ich meine, Leute, ne? Schießen, da können wir zum Beispiel diese 12 Points jetzt verteilen. Und wir können immer weiter verteilen, Leute. Wir können immer wieder, ja, die Points hier selber aussuchen, wie wir diesen Spieler trainieren können. Wie geil ist das denn? Das heißt hier zum Beispiel Passen, Dribbling, ja, Geschick. Ihr müsst gucken, die Spielerwerte ändern sich. Hier unten sieht man es. Die ändern sich ja immer und werden stärker. Das heißt, ihr habt komplette Freiheit, wie ihr euren Spieler entwickeln wollt. Komplett. Diese Points sind aufgebraucht. Zum Beispiel so machen wir es jetzt mal. Ja, ich nehme mal hier Verteidigen weg. Das wäre ein bisschen sinnlos, Leute, und verteile das mal ein bisschen besser gerade. So, ja, die sind weg. Und jetzt müsst ihr noch auf Punkte verwenden. Leute, zack, Punkte verwenden. Dann ist der Spieler trainiert. Das ist das, was ihr machen konntet. Abgeschlossen, ne? So, und jetzt, Leute, will ich euch was zeigen, was passiert ist, wenn wir jetzt mal rausgehen hier aus diesem Menü. Und wir gehen wieder in unser Strategiemenü. Ja, das ist ein bisschen langwierig jetzt, das Ganze, Leute. Wir gehen wieder in unser Teammenü. Da will ich euch was zeigen jetzt. Passt auf. So, dann gehen wir unter Strategie. Und jetzt, was ist passiert? Coman ist trainiert. Die einzelnen Spielerwerte sind besser geworden. Er ist auf 84. Ja, und hat sich an diesem Teamspiel Ballbesitz so eingelernt und eingeschossen mit diesem Trainer, dass nicht nur sein eigener Wert steigt, sondern die Teamspielstilstufe da ganz hinten rechts oben auf 70 gestiegen ist. Versteht ihr, was ich meine? Ja, das ist das System, wie ihr hier vorgehen könnt. Ihr könnt hier so viel einstellen, Leute. Ihr könnt hier Aufstellung ändern. Das ist so krass, dass die das wieder so frei gemacht haben. Es ist nichts vorgegeben. Das ist einfach, sie haben alles erfüllt, was wir uns eigentlich in dem Sinne gewünscht haben. Ihr könnt ja verschiedene Sturmaufstellungen machen. Ihr könnt in der Verteidigung aussuchen, was gemacht wird. Zum Beispiel tiefe Abwehrreihe zocken. Zocken heißt, ein Spieler bleibt vorne. Zum Beispiel Coman, ihr wollt Konter spielen, er bleibt vorne als einzelner Spieler. Hier wird es euch alles nochmal erklärt, was es auch einzeln ist. Wahnsinn, ne? Ich hoffe, ich konnte euch hier so ein bisschen Einblick geben in diesen Team-Modus, ja? Und wie gesagt, wir haben hier gleich noch was zu ziehen. Hier, das ist der Offline-Modus, authentisch ganz rechts. Und wir gehen mal jetzt in Dream Team-Spiel rein. Und hier könnt ihr jetzt Folgendes machen. Das ist ganz neu, Leute. Hier ein Freundschaftsspiel, um euch erstmal einzuspielen. Und heute dazugekommen, gerade heute, Weltklasse. Glaubt keiner, oder? Wir können hier an den Events teilnehmen. Offline-Events und Worldwide Clubs. Wir gehen mal in Worldwide Clubs rein. Da gibt es jetzt GP-Belohnungen und Trainingsbelohnungen. Das heißt, Details, Leute, hier gibt es nochmal hier. Herausforderung 1, sammeln Sie mindestens einen Punkt, Höchstanzahl an Spielen 3. Sammeln Sie mindestens 3 Punkte, Höchstanzahl an Spielen 3. Das sind diese Herausforderungs-Events. Erstmalige Belohnungen, 2000 GP, 1000 EP, Trainingsprogramm. Ab dem zweiten Mal gibt es 100 GP. Oh Mann, ey, pro Sieg nur 100 GP. Da musst du schon ordentlich reinknallen. Oha, da muss man schon viele Siege holen. Für 1000 GP 10 Spiele, alter Spiele. Konami, Konami. Wir machen das mal, ich zeige das euch. Wir machen auf Teilnehmen, let's go. Aber dass sie es gebracht haben, das feiere ich, ey. Dass sie es wirklich gebracht haben, kann ich schon fast nicht glauben, Leute. Ja, mindestens einen Punkt holen, hier gehen wir mal rein. Das ist ja von eFootball schon bekannt, diese Events wurden auch genauso hier aufgemacht. Diese ganze Grafik drumherum, Leute, die vergessen wir mal. Aber gleich zeige ich euch ein paar Screens, wo es schon ein bisschen besser aussieht, ne? Ja, das sind hier die Belohnungen. Jetzt würden wir hier eine Partie starten, ne? Darum geht's. Darum geht's. Hier könnt ihr nochmal eure Strategie wählen und so weiter. Ich würde natürlich nie mit dieser Mannschaft jetzt loslegen, ne? Und hier um die GP spielen. Baut euch euer Team erst auf und so weiter, ne? Ja? So. Das ist geil. Und jetzt gehen wir einmal noch in das neue Tour-Event rein. Das ist nämlich auch gegen die KI, gibt es auch GPS-Belohnungen. Endet in 9 Tagen. Also das geht ein bisschen länger. Da habt ihr ein bisschen länger für Zeit. Und ja, Belohnung für KI-Spiele. Sammeln Sie Veranstaltungspunkte, indem Sie Partien spielen. Beim Erreichen bestimmter Schwellen verdienen Sie Belohnungen. Sie erhalten zusätzlich Veranstaltungspunkte, wenn Sie Spieler mit Spielerbonus in der Aufstellung haben und gegen KI-Gegner mit höherem Spielniveau gewinnen. Okay, krass, diesen Screen kenne ich noch gar nicht. Partienverlauf. Da steht, wie ihr gespielt habt.
Topspieler des letzten Spiels wird präsentiert. Veranstaltungspunkt Gesamtspielniveau-Bonus. Anfänger, Spielerbonus mal 1 Punkte pro Sieg. Ach, man kann jetzt hier wahrscheinlich, Leute, das Spielniveau mit Viereck ändern. Dann ändern sich auch die Belohnungen. Ihr könnt auf Anfänger anfangen. Guck mal, wir können auch auf Legende spielen. Dann ist der Bonus mal 2,6 und ihr verdient mehr Punkte. Wie krass. 364 Punkte pro Sieg. 3000 Punkte bis Hauptbelohnung. 5000 GP. Ja, da kann man ja offline schon reingrinden, Leute. Da kann man ja ein bisschen was machen. Ja? So, wir machen das nochmal. Legende. Okay, wir merken uns das mal. Muss man unbedingt auf Legende, weil Legende ist sehr schwer, glaube ich. 364 pro Sieg. Was machen wir denn auf Superstar-Niveau? Wahrscheinlich werde ich das wählen, damit ich eine Herausforderung habe. 315, gar nicht so viel weniger. Aber es ist schon ein Unterschied, als wenn man jetzt fortgeschritten spielt, wo man dann locker gewinnt. 203. Okay, geil gemacht. Okay, Information. Full Event. Spielerbonus. Sie können Bonuspunkte erhalten, wenn Sie Spieler aus folgenden Mannschaften in der Aufstellung haben. Ach was. Dann kriegt man noch einen Bonus, wenn man hier Spieler aus diesen Mannschaften im Kader hat oder was. Ja, und mit welchem Team kann man denn zocken? Strategie, okay, kann man mit diesem eigenen zocken oder kann man mit Computerteams zocken? Das bin ich jetzt mal gespannt. Wir gehen mal auf Partie. eFootball KI. 1756 gegen 1732 wäre sogar möglich. Das heißt, wir spielen auf jeden Fall mit unserem Dreamteam. Wir können jetzt nicht irgendwie mit anderen Mannschaften spielen. Und wir gucken mal. Also im Nachhinein wird man wahrscheinlich den Bonus feststellen, welche Spieler habe ich von diesen Teams, die da aufgelistet sind, und dafür kriege ich dann auch nochmal einen Bonus. So wird es wahrscheinlich sein. Ne? Was neu ist hier, Leute, ich jetzt als Online-Spieler habe da keine Auswahl, aber ihr könnt eigentlich hier in diesem Modus auf das Stadion wechseln und so weiter. Ne? Ja, wir machen mal weiter und das Ganze werde ich jetzt allerdings nicht spielen. Ne? Ich werde das jetzt abbrechen, dann geht mir diese Belohnung flöten, denke ich mal. Aber ich will euch auf jeden Fall noch einmal kurz was zur Steuerung erklären. Vielleicht machen wir es in diesem Sinne, Leute. Komm, ich zeige euch das jetzt hier, weil es ist wichtig. Es ist wichtig. Ihr habt hier auf der Homepage auch nochmal, Leute, und das Spiel läuft hier an, aber ich zeige euch, das ist einfach zu wichtig. Ich zeige euch das mal. Hier auch nochmal alles aufgeführt. Konami hat hier was veröffentlicht, wie man alles macht, allerdings hier auf Englisch, ne? Ja, Sharp Touch, Ball Control und so weiter. Da ist alles mit R2 und so weiter. Das ist alles erklärt, ne? Let's try these comments as well. Latz vor allem, Alter. Latzhose oder was? Ja, und ja, guckt euch das an. Leute, mega nice. Kann man hier alles verschieben, größer machen, Defending die ganzen Funktionen, Attacking. Ich will nur was zur Steuerung sagen. Wenn wir jetzt mal gucken, ja? Ich will dazu was sagen, passt auf. Wir überspringen das Ganze. Boah, Leverkusen! Bayer Leverkusen! Das sind die Jungs, die miteinander schmusen. tut mir leid für die Leverkusen-Fans, aber ist ja auch in Ordnung, oder nicht? So, auf jeden Fall ist mir da gerade irgendwie so ein Fanlied in den Kopf gekommen. Weiß auch nicht warum. Einstellungen, Leute, die Kamera, ganz wichtig. Spielt bitte nicht in der Stadionkamera. Spielt bitte, bitte. Wie die Pros, Benutzer definiert, dynamischer Weitwinkel, Zoom 0. Ja, ich spiele so. Und Höhe spiele ich auf 7. Ihr könnt es auch auf 10 spielen, um noch mehr von oben zu sehen. 7 ist geil, finde ich nice. So, Leute, das ist schon mal wichtig, ne? Das ist schon mal wichtig. Spielbildschirm. Da könnt ihr nochmal die Trikotfarben der Radaranzeige ändern und so weiter. Cursoranzeige ein. Kraftanzeige mache ich auch ein. Konditionsanzeige ist eigentlich wichtig. Leute, Konditionsanzeige, Spielernamen, Anzeigen, Gegner aus. Torjubel ein, das ist schon mal richtig und wichtig, das ist gut. Befehlseinstellung, da kommen wir gleich zu Audio, könnt ihr auch, wenn ihr Streamer seid, streamen, ne? E-Sports und so weiter, könnt ihr hier alles benutzerdefiniert einstellen. Spielgeschwindigkeit kann man nicht einstellen, ne? Offline kann man es noch weiter erhöhen. Ich finde, das Spiel ist auch sowieso ein bisschen schneller geworden, deswegen perfekt angepasst alles, finde ich. Aber wie gesagt, wir gehen nochmal hier in die Befehlseinstellung, da kommt es ja jetzt drauf an, Leute. Ich spiele jetzt so, ne? Sturm, Leute, habe ich alles so gelassen. Lasst es so. R2 Sprinten braucht ihr. Alleine, weil ihr da feinfühliger mit seid. Bitte nicht auf R1 Sprinten einstellen. Ich meine, man kann es machen. Ihr werdet vielleicht keinen Nachteil haben für euch. Ich empfinde das als Nachteil. Ich lasse alles so. Ne? Das heißt, abschirmen auf L2, Sprinten R2.
L1 Spieleranwahl. Die Spieler könnt ihr allerdings hier mit dem rechten Stick auch anwählen. Und das ist in den hier in diesen Detaileinstellungen. Hier müsst ihr auf Dreieck gehen, Leute. Und lasst es bitte auf teilweise unterstützt, okay? Lasst es bitte da. Hier mache ich immer Spielername an bei Cursorbeschreibung. Ja, Cursorbeschreibung, Spielername. Art des Spielerwechsels. Das müsst ihr gucken, wie ihr das wollt. Soll der Cursor, wenn ihr den rechten Stick bewegt oder L1, soll der immer von dem Spieler ausgehen, den angeht, zum nächsten Spieler? Oder wollt ihr da, wo der Ball ist, schnell hinflippen, ne? Das heißt, ballorientiert ist eingestellt. Ihr müsst mal gucken, mit was ihr besser klarkommt. Lasst es mal auf ballorientiert. Passhilfestufe. Manueller Pass, ne, wäre jetzt 4. Das heißt, ihr wollt vollkommen Freedom auf dem Platz, stellt ihr 4 ein. 1 ist für Anfänger, ich stelle 2 ein, habt ihr ein bisschen mehr Freiheit, Leute, ne? Ja, Schulterrempler, da könnt ihr nochmal, ob ihr normalen Zweikampf mit Viereck ausführen wollt oder den Schulterrempler. Das heißt, Leute, lasst den Schulterrempler auf Viereck normal, finde ich persönlich gut, dann gibt man einem so ein bisschen was mit. Im Zweikampf könnt ihr Doppel-X drücken oder Doppel-L2, dann hackt ihr auch rein, ne? Ja, zur genauen Steuerung müsste ich wahrscheinlich nochmal ein neues Tutorial machen. Richtungshilfe ein, dann habt ihr diesen Kreis um dem Spieler, voll nervig, dann zeigt euch der Kreis am an, wo ihr hinpassen müsst, so Handy-grafikmäßig. Ausmachen, wichtig. Nächster Spielerindikator ein, der zeigt euch immer den nächsten Spieler, den ihr dann anwählen könnt, der ausgewählt ist, ne? Wo der Cursor dann hinspringt, wenn ihr 1 drückt zum Spielerwechsel. Zielhilfe ein, antäuschen, leicht. Macht leicht, Leute, macht leicht. So, das sind die Steuerungsoptionen. Jetzt kommen wir zur Verteidigung. Das ist genau das Ding. Pressing auf X. Vielleicht lasst ihr es, vielleicht gefällt es euch. Ich wechsle das beides. Ich habe es gestern beides probiert, bin dann doch wieder in den Wechsel gegangen. Das heißt, bei mir ist jetzt Stellen auf X, ja, so wie es war. Das heißt, ich bewege mich rechts, links von der EVO-Steuerung. Von der PES, wenn ihr von PES kommt, lasst es so. Ich habe es umgesteuert. Ich komme jetzt von EVO, habe mich umgewöhnt. Wenn ihr von EVO kommt, ist das, glaube ich, besser. Leute, mit X stellt ihr den Spieler, ne? Also dieses Ballabfangen rechts, links und wenn ein Pass kommt, schnell, also auf X gedrückt halten eigentlich die ganze Zeit. Und L2 ist dieses Pressing, dann presst ihr nochmal einzeln auf den Spieler so ein bisschen drauf, ja? Und dann nochmal doppelt, zum Beispiel L2, dann hackt ihr ein bisschen rein, Viereck, Schulterrempler. Druck fordern auf R1, geht da bitte sensibel mit um, Leute. Wenn ihr R1 gedrückt haltet, kommt ein zweiter Mann dazu, reißt aber mega Lücken rein. Wenn man das drauf hat, kann man schon ordentlich den Gegner ins Schwitzen bringen. Das ist wirklich so, Leute. Also, das ist das nochmal zu den Controller einstellen. Ich hoffe, ich konnte euch Einblicke geben, Leute. So, da stand jetzt vorherige Partie aufgegeben. Ich habe es einfach abgebrochen. Ihr müsst das Spiel neu starten. Anders geht's nicht. Leute, man kann sich einfach abbrechen. So, wir gehen hier nochmal in Vertrag rein, Leute. Ich will euch doch einmal diese Animation zeigen. Einmal eine Legend hier, wenn wir schon mal 3 Spieler haben, die wir ziehen können, Leute. Und das hier meinte ich, ja, dass das schon ein bisschen moderner aussieht. Hier, diese Grafik kann man bringen. Ich habe mir sogar mit diesem Account 3 verdient, hätte ich jetzt nicht gedacht. Leute, wir machen auf jeden Fall eine Ziehung für euch live und die anderen werde ich nachher noch im Stream um 17 Uhr ziehen. Für diesen Account ist ja immer interessant, wer kommt. Hier hat man die Auswahl, wenn man denn diese Belohnung, diesen Veteranenbonus hatte, von diesen Legends, richtig nice. Da sind schon viele neidisch, die jetzt vorher in PES 21 nicht reingegrindet haben oder von FIFA kommen. Ihr habt diese Auswahlmöglichkeiten leider nicht zu Beginn. Das ist, wie gesagt, für PES-Veteranen und eFootball-Veteranen ein extra Geschenk. So. Wer soll denn nun mein Team? Romario wollen wir den callen hier. Ich habe gestern Vieira und Beckenbauer gecallt. Video wird kommen, Leute. Mega krasses Ding war das. Unglaublich. Seid mal gespannt darauf, wie das abgelaufen ist. So, jetzt hier, geile Mansion. Wie viele Sterne haben wir? 5 Sterne, geiler Player. Romario, komm in mein Team. Nein, das ist ein Brasilianer, aber es ist Roberto Carlos. Zieht euch das rein, Leute. Was für eine Animation hier. Ja, Sound gibt es auch noch dazu, klar, aber den hatte ich jetzt gerade nicht aktiviert, aber ey, ganz ehrlich, ich finde die Weltklasse, schreibt mal in die Kommentare rein, wie euch diese Animation hier gefallen hat, Roberto Carlos, willkommen im Kader, einfach the legend, einfach der Freistoßgott, oder? Ja, den haben wir wieder am Start, ne, weiter, und jetzt habe ich zum Beispiel vergessen, den Spieler zu sperren, also auf Viereck sperren, nicht vergessen, Leute, das hatte ich ja erwähnt. Das war jetzt erstmal der Start in Kurzform. Es werden noch viele Videos von mir kommen, es werden noch Tutorials kommen. Ich hoffe, ich konnte euch helfen. Lasst doch an dieser Stelle ein Like da. Seid heute um 17 Uhr im Livestream, Leute. Da grinden wir schön weiter. Ich werde euch da nochmal das erklären. Wenn ihr noch weitere Fragen habt, kommt da rein. Wow, ich bin absolut dankbar für jedes kostenlose Abo auf diesem Kanal. Und dass dieser Kanal wieder lebt. Mein PES-Freund, mein eFootball-Freund, Leute, kommt hier rein. UFL, an alle UFL-Freunde, hat auch was Neues präsentiert. Wird demnächst auch wieder. Aber jetzt ist erstmal eFootball-Time. Macht's gut, Leute. Euch frohe Ostern weiterhin und Tschaußen.